Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve. Wir haben in der letzten Folge mal ein wenig am Ventil gedreht, damit die, was war das? Der Stickstoff, der dafür sorgt, dass die Spermien, nicht vergammeln. Den haben wir abgedreht, weil die gute Eve ja, wieder mal ein Ei befruchten will, das ultimative Wesen auf die Welt bringen möchte und das... Da haben wir ja nicht so wirklich Bock drauf, ne? Und wir haben eine neue Waffe eingesammelt, welcher ich jetzt gleich mal die Fähigkeit geben werde, mehrmals zu schießen. Fünfmal ist übertrieben, zweimal ist so lala. Haben wir hier nicht... Nee, ja, lieber zweimal als gar nicht. Oder soll ich den fünffachen Schuss wagen? Ich meine, das Problem bei der anderen Waffe war ja... klar, ich meine, ich hab's ja gesagt, ne? Fünfmal schießen sorgt ja dafür, dass ich weniger ausweichen kann. Gut, das Ausweichen per se funktioniert aber nicht so gut. Und der Schaden war im Allgemeinen nicht so groß, weil ich dieses fucking Feuerelement drin hatte. Da ich den jetzt aber... Ah, wobei, hier gibt es einen Dreifachschuss. Ich habe nichts gesagt. Dreifacher Schuss klingt echt gut. Was war das jetzt? Die Waffe da... Welche habe ich denn jetzt hier? Ich gehe nochmal raus. Die Waffe. Den Effekt haben. Und M9 ist gone. So, jetzt habe ich einen Dreierschuss. Alles klar. Mehr wollte ich doch gar nicht, ne? So, schauen wir mal kurz auf unsere PI. Lädt die sich außerhalb des Kampfes auf? Nein. Okay, dann war das, was ich letztens getan habe, richtig. Ende der Folge. Käfige, CR Invade, kritisches Ausweichen. Das ist ja, glaube ich, gut für meine Rüstung. Ne? Ich habe ja schon eine bessere Rüstung, aber die habe ich... Ja, die habe ich nicht gewechselt, weil das kritische Ausweichen für den Arsch ist. Das heißt, wir gucken nochmal. Sehen. War das... Die hier, N-Jacket, genau. So, wenn ich jetzt der N-Jacket das hier verpasse, müsste es ja auf 20 stehen, ne? Ja, was das Ganze weniger trauriger macht, aber es ist immer noch traurig. Na gut, ich hab's versucht. Ja, das hier, das ist ja eine Wanne oder sowas, ne? Habe ich ja, glaube ich, am Ende der letzten Folge auch gefragt. Da kommen dann Tiere rein oder so. Und was halten sie ja in den Käfigen? Oder Moment, es ist eigentlich... Ja, Forschungsabteilung, ich wollte gerade sagen, das ist ein Krankenhaus. Ja, aber das hier ist ja eine Forschungsabteilung. Wer weiß, wie viel die miteinander zu tun haben. Vielleicht hassen sich ja beide Abteilungen. Ah... Klar, großer Raum. Muss natürlich einen Kampf bürgen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Selber Schaden, dreifache Schussrate. Ich freue mich drauf. Nee, was war überhaupt? Nee, greif doch das da an. Warum mache ich denn jetzt weniger Schaden? Was soll denn das? Macht denn das jetzt bitte Sinn? Oder liegt das jetzt am Gegner? Ich weiß nicht. Hier, der hatte doch... Nee. Ich check euch nicht, Leute. Ich habe doch mit derselben Waffe vorhin mit einem Schuss 76 abgezogen, oder nicht? Jetzt habe ich eine höhere Schussrate... Aber die drei Schüsse geben minimal mehr ab als der Einzelschuss. Was soll das? Was ist das? Dein Inventar ist voll. Oh. Es liegt da noch irgendwas Wichtiges, Story-Relevantes und ich kann es nicht aufheben. Gut, friss mal Medizin. So. Was ist das? Oh, Müll. Die HLA-Liste. Ben und Doreens Namen sind da auf dieser auch. War das die HLA-Liste, von dem uns der Maeda gesagt hat? Ich glaube, das war eine andere, oder? Andere Abkürzung?
Es ist dieselbe Liste, die auf Dr. Clams Computer war. Was versucht er zu machen? Diese sind Patientenaufnahmen. Also Dokumente. Mariko Brea. Es ist ein Eintrag von meiner Mutter. 23. Dezember 1977. Taken in with Mayor Brea. Mit Mayor stationiert nach dem Autounfall. Pronounced dead after cardiac arrest. Ah, sie wurde für tot erklärt nach dem Herzstillstand. Das macht Sinn. Mayor Brea, die Tochter. Ja, die jetzt, ich dachte, jetzt hätten wir es. Natürlich fehlt die nächste Seite. Sie ist irgendwo anders. Aha, ja, also wenn jemand Herzstillstand hat, wenn da das Herz aufhört zu klopfen, dann ist es schon tot erklärt. Melissa Pierce. Es muss diese Melissa sein. 23. Dezember 1977. Notfall. Sie wurde in die Notfall quasi eingenommen. Operation erfolgreich. Also sie wurde, nee, ihr wisst schon, Not-OP und so. Nach 6 Monaten Krankenhausaufenthalt freigelassen. Bauchmedizin vom Krankenhaus. Melissa und Mayor wurden ins selbe Krankenhaus am selben Tag eingeliefert und operiert. Nein, es kann nicht sein. Also ist Melissa doch mehr? Was ist das? Dein Inventar ist voll. Was ist das? Oh, oh, mein Inventar ist voll. So, so immer kurz davor vor dem mächtigen Story-Twist und sowas. Und oh, deswegen habt ihr mir jetzt die Müll gegeben oder was? Broken Item. Discard. Ach, guck mal. Ich kann mich auch von hier aus dem Shit entledigen. Das ist gut zu wissen. Melissa Pierce. Ja, okay, das hatten wir ja schon. Ja. Ja. So. Hier ist dieser mächtige Gegenstand, um die Welt zu retten und... Oh, tut mir leid, ich kann dir nicht geben. Dein Inventar ist voll. Wir haben zwar keine Zeit, aber dein Inventar ist voll. Tut mir leid. Ach so, der Fahrstuhlschlüssel. Ja, selber Tag eingewiesen, selber Tag operiert. Ja, hat Melissa Mayer das Ei implantiert oder... Ich weiß nicht, ich glaube, die haben da so ein bisschen die Organe getauscht oder so. Spermien, Forschungsteam, Hans Clamp, Dr. Clamp, ah... Der Dr. Clamp, der hat doch hier mit den Spermien zu tun. Spermien, OPs, Nierentransplantation. Das kann doch alles kein Zufall sein. Gut, das war aber jetzt auch offensichtlich. Ah, die Ammo, die können wir doch immer einsammeln. Glücklicherweise ist jene nicht begrenzt. Ja. Das hatten wir ja schon. Okay, gut. Speichern wir mal, schätzungsweise. Hallo. So. Okay, Fahrstuhlschlüssel haben wir bekommen. Okay. Gut, dann setzen wir den ein, schätze ich. Was haben die gemacht, Also wenn das wirklich zwei verschiedene Personen sind, was Sinn ergeben würde, weil sonst würden die ja nicht... Ach komm schon, ist das dein Ernst? Guck mal, der Zufallskampf ist so getriggert, dass er so stationiert wurde, dass wir beim Hinweg ihn definitiv auslösen. Aber auf dem Rückweg macht der gar keinen Sinn. Billig. Ja, was haben sie gemacht? Kann ich nicht. Ich würde
gerne den Typen angreifen. Jetzt geht's. Ich muss mich erst durch alle Gegner klicken. Ja, ich verstehe das hier nicht, ne? Mit dem dreifachen Schuss. Runden wir mal auf. Der Einzelschuss hat 90 gemacht und jetzt kann ich dreimal 30 abfeuern. Und im Endeffekt mache ich denselben Schaden, aber muss halt dreimal schießen. Also habe ich mir doch eigentlich gerade wieder mal Nachteile gegeben oder was? Ich check das nicht. Was das soll, warum überhaupt? Also klar, ich verstehe schon, so ein Einzelschuss ist natürlich präziser, ne? Fragt man die Scharfschützen. So ein Scharfschütze kann dich ja mit einem Schuss töten. Und so ein Typ mit einer MG, mit einer Maschinenpistole, der muss da schon 50, 60 Magazine nicht, Patronen nicht reinballern und so. Macht schon Sinn. Weniger Präzision, okay, aber wobei, was heißt weniger Präzision? Sie feuert doch dieselbe Waffe ab. Wenn das die Präzision beschädigt, dann hätten sie mir das doch über die Attribute anzeigen müssen oder etwa nicht. Was soll der Käse? Da versucht man hier mit Rollenspielelementen zu arbeiten. Und dann machen die gar keinen Sinn. Hm. Naja, gut. Du versperrst immer noch den Weg, Kollege. Ich weiß gar nicht, links, rechts. Ist das der Fahrstuhl? Oh, warte, ich heile mich mal wieder. Oder hier. Hallo? Ja, das ist der Fahrstuhl, okay. Dann schlage ich mal vor, du setzt den Schlüssel ein. Basement, Lobby, Basement? Aber Basement war doch ganz unten, oder? Ja, vielleicht kann ich jetzt den anderen Fahrstuhl benutzen. Falls da noch... Also ich glaube schon, dass da ein anderer war. Basement... Das war da, wo die... Ja, doch, klar. Ja, ja, ja. Nee, jetzt, wo ich das sehe. Genau. Aber macht der nicht eigentlich... Macht nicht so wirklich so viel Sinn, oder? Die Fahrstühle müssten doch eigentlich hoch... zu denselben Orten führen. Ah, hier geht's ja auch gar nicht weiter. Elevator Key. Ich glaube, das war beim... War das beim letzten Mal auf? Ja, ja, klar, hier war ich auch schon. Naja, kann ja nicht schaden, nochmal überall hinzulaufen, wenn die mal XP sammeln und so. Die, man muss ja sagen, dass die Monster jetzt doch schon mehr abziehen, ne? Und hier die Tür, ja, die habe ich aufgemacht, klar. Was mich im Endeffekt hier hinführt. Kreisverkehrsstyle. Ja, okay. Ja, dann fahren wir wohl wieder hoch. Mal schauen, was in der Lobby so abgeht. Ob ich da irgendwo den Fahrstuhl... Schlüssel brauche. Hallo, hallo, danke. Ja. Hm. Da? Nee, hä? Wie sinnfrei ist das denn bitte? Kann ich nicht mal einen anderen Fahrstuhl benutzen? Hm.
Wahrscheinlich weiß ich wieder irgendwas Offensichtliches. Ich denke gerade spontan wieder an diesen Raum mit dem Stickstoff. Da waren ja, wie gesagt, diese bunten Lichter, aber da konnte ich ja nichts machen. Direkt vor die Fresse und es wird nicht besser. Jetzt bin ich getroffen, okay. Oh, ich habe wieder keinen Platz. Naja, sollte ich in dieser Folge nicht... Oh, warte hier, vielleicht hast du mir noch irgendwas zu sagen. I'm going to look around. You spin me here, round. Wobei, warte mal, wie kann das eigentlich sein? Wie konnte ich denn gegen Monster kämpfen, wenn du da warst? Zumal das Dumme ist, ja, dass wenn ich da jetzt wieder zurücklaufe... Darf ich wahrscheinlich nochmal kämpfen, ne? Nee, doch nicht. Okay. Aber hier. Leute, ich bräuchte mal Flächenattacken. Das wäre echt hilfreich, Mann. Habe ich irgendwas Krasses? Hass, Scan, Barriere, Confuse. Wieso sollte ich einen Gegner verwirren? Einen von vier. So, mal wieder heilen. Nicht die PE verschwenden. Schöne, schöne volle Balken. So. Lauf doch nicht weg. Fahrstuhlschlüssel. Ich check's doch nicht. Hat der nur einen Schuss gebracht? Okay, hatte ich einen Feuerschuss getroffen oder was? Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr hier. Was war denn eigentlich hier nochmal? Klar, ich musste da was aufmachen. Ja, das war ja hier der Raum. Den würde ich mir ganz gerne nochmal angucken, genau. Vielleicht kann ich da jetzt irgendwas machen. Ah, nö, sie interagiert ja nicht. Das sieht ja auch nicht nach einem Fahrstuhl hier aus. Ventile habe ich schon gedreht. Eins zumindest. Naja, gut. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Parasite Eve. In der nächsten Folge schauen wir mal, wo wir den Fahrstuhlschlüssel benutzen können. Den Elevator Key, ja. Schwierig, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.